Hallo, liebe Freunde des guten Geschmacks, Comic Engine wieder hier. Dieses Mal habe ich euch Batman und Robin Eternal mitgebracht. Das ist letzten Monat rausgekommen und es handelt von einer Story, die einige Jahre vor der aktuellen Comic-Gegenwart spielt, in der Dick Grayson, das ist hier der Typ, noch Robin war. Das ist jetzt ein bisschen komplizierter für Leute, die überhaupt keine Ahnung davon haben. Es gibt insgesamt drei Robins. Der erste ist Dick Grayson, mittlerweile Spion, zwischenzeitlich war er Nightwing, also sein eigener Superheld, ohne eine richtige Batman-Partnerschaft, sondern er war da eher unabhängig und hat Batman dann nur noch unterstützt, wenn irgendwas anstand. Dann gab es noch Jason Todd, das ist hier der Typ. Erkennt man jetzt nicht, weil der hat nur eine rote Maske, einen roten Helm an, nennt sich dann auch selber Red Hood. Und dann gab es noch Tim Drake, das ist der Typ hier, das ist Red Robin. Er ist der Jüngste, der ist gerade mal 16 und hilft Bruce schon eine ganze Weile oder hat auch seine eigene Leitung im Grunde von den Teen Titans, also eine Runde Teenie-Superhelden. Das hier ist Harper Row, ist auch wichtig. Die kam in der ersten Batman-Eternal-Reihe vor, die man hierfür nicht zwingend gelesen haben muss, weil hier auch die Backstory, sage ich mal, oder die Handlung, die parallel dazu läuft, zur eigentlichen Handlung, die ist neu. Ja, also da muss man jetzt nicht unbedingt alles für wissen. Ja, das ist ein schöner Einstiegspunkt, wenn man so ein bisschen Bescheid weiß, dass es so viele verschiedene Charaktere gibt. Ist aber auch nicht unbedingt schlimm. Es ist auch dann noch ein schöner Einstiegspunkt, wenn man überhaupt keine Ahnung hat und einfach ein bisschen Batman-Fan ist und jetzt mal was richtig Abgefahrenes lesen will. In dieser Story haben wir eine Handlung, die immer mal wieder dann aufploppt für ein, zwei Seiten, die in der Vergangenheit spielt und uns dabei helfen soll, ein bisschen zu verstehen, was in der Gegenwart passiert. Das ist leider nicht ganz so schlüssig immer, aber es können ja auch so Dinge sein, die in der Zukunft noch geklärt werden. Also schauen wir mal hier jetzt ein bisschen rein. Fangen ja auch direkt mit der Vergangenheit an. Da steht Ägypten, Kairo, einige Jahre zuvor. Da muss sich ein kleiner Junge mit ansehen, wie seine Eltern erschossen werden. Und das ist ja was, was in der Batman-Mythologie Batman begründet im Grunde. Und auch bei den Robins war es immer so, dass ihnen etwas Schlimmes widerfahren ist, Bruce sie aufgenommen hat und ihrem Leben einen Sinn gegeben hat, sich für sie ein Vater war und sie einfach wieder aufgebaut hat. Ja, das ist natürlich immer mal wieder andere Probleme mit sich bringt, ein Sidekick eines Superhelden zu sein, beziehungsweise selber gegen Superbösewichte zu agieren, das ja, ist an anderer Stelle natürlich immer wieder Thema gewesen. Hier ist es nun so, dass Dick Grayson seine Karriere als Robin, beziehungsweise als Nightwing und ja, wie soll ich das sagen, als Superheld erstmal in den Nagel gegangen hat. Er ist jetzt Agent, aber er arbeitet trotzdem noch mit alten Teammates zusammen. Hier ist Jason Todd. Und dann kommt noch dazu Red Robin, der ihm hilft. Gemeinsam stellen sie hier so einen komischen Gangster. Habe ich vorher auch noch nicht gesehen. Vielleicht müsste ich dafür den Grayson Spion Megaband 1 lesen. Aber man sieht hier jede Menge Familiäres, wenn die hier zusammen einen umhauen. Jason Todd schlägt vor, einen trinken zu gehen. Tim sagt nein, ich bin erst 16. Aber die Dialoge sind wirklich ganz gut geschrieben. Ich finde sie nicht so weit weg von der Realität, wenn man diese, naja, mehr oder weniger brüderliche Rivalität oder Akzeptanz oder beides gemischt hier mal betrachtet, dann passt das alles wirklich gut. Also ist gut geschrieben. Und ja, was macht unser Batman? Batman ist ja im Moment Jim Gordon, der in einem Robocop-mäßigen Batman-Anzug steckt. Der versucht, die Straßen von jungen Superhelden zu retten, die sich für solche halten, wahrscheinlich um diese zu schützen. Aber bei Harper Row ist er da an der falschen Stelle, weil sie ist technisch so begabt, dass das System vom Anzug lahmgelegt wird. Dann hatten wir jetzt Einführungen mit unseren ja, vier schon bekannten Figuren. Und wir sehen hier wieder Parallelen zu der Vergangenheitsgeschichte von Batman und Dick Grayson Robin. Weil Dick ist hier vor Ort bei einem ehemaligen Tatort, wo er mal die Vogelscheuche mit Batman gejagt hat und wird hier dann angegriffen von einer Horde Kinder, die alle bewaffnet sind. Und ich habe keine Ahnung, was da abgeht. Es wird auch alles noch nicht ganz so gut erklärt, was ich ganz gut finde, weil so bleibt es spannend. Man wird ein bisschen im Unwissenden gelassen. Kann natürlich auch sagen, ja, so catcht man die Leute, um noch ein bisschen mehr Hefte zu verkaufen in Zukunft, finde ich nicht. Ich finde, es ist wirklich gut geschrieben, dass jetzt hier nicht alles aufgelöst wird,
war auch die Feldagentin, die Dick hier helfen soll von seiner Spionageorganisation, schießt dann auf ihn, sagt schöne Grüße von Mutter. Mutter scheint hier so eine, ich weiß noch nicht, ob das eine Person ist, eine Organisation, aber die scheinen jedenfalls diese Gedankenkontrollgeschichte hier durchzuführen, die man hier gerade bei den Kindern gesehen hat. Und das wird ja auch immer mal wieder Thema, dass dann nach so einem bestimmten System gearbeitet wird dabei, was auch im Grunde Batman so ein bisschen betrieben hat, nämlich jugendliche Verletzte, also seelisch verletzte Persönlichkeiten auftreiben oder aufspüren und die dann halt so formen, wie man sie möchte. Ob das jetzt also ist, weiß man nicht. Aber das ist natürlich jetzt hier in der Batman-Psychologie interessant, also auch ein Punkt, der später dann von Batman selber gedacht wird in einer Rückblende, wenn er dann darüber nachdenkt, ob er nicht genau dasselbe macht, wenn er die Jungs rekrutiert oder wie er sie rekrutiert hat. Es fängt ja nur an beim ersten und wir wissen ja, es gab noch Jason Todd und hier dann noch Harper Row, die auch von ihm trainiert werden sollte, aber er ist verschwunden, bevor das Training beginnen konnte. Und wir haben hier noch einen sehr grandiosen Auftritt, während Dick eben versucht herauszufinden, was eigentlich abgeht. Das sagt er nämlich öfter, was geht hier ab. Tritt diese junge Dame auf und haut ihm ganz schön aufs Dach. Und er kann da fast nicht gegenhalten. Also er kann es aushalten, aber sie hat auch nicht wirklich vor, ihn zu töten. Und dieses Mädel ist Cassandra Cain. Cassandra ist in der alten DC-Kontinuität auch Batgirl gewesen. Sie war etwas gefährlicher oder dunkler als, ich sag mal, Barbara Gordon. Die kommt hier gleich auch noch drin vor. Und hat mir wirklich sehr gut gefallen. Es war mein Batgirl. Und bin jetzt echt froh, dass sie wieder dabei ist. Es hat echt lange gedauert, sie wiederzusehen. Und ich bin gespannt, was mit dieser Figur noch geschieht. Jedenfalls, da sie nicht drauf aus ist, Dick zu töten, gibt sie ihm einen Stick mit Daten mit. Und Dick erinnert sich, dass Bruce oder Batman diese Sticks mal benutzt hat. Das heißt, Cassandra ist irgendwie mit Batman in Kontakt gewesen. Das wird aber auch noch nicht ganz aufgeschlüsselt, macht aber nichts. Harper kriegt in der Zwischenzeit Besuch von diesem finsteren Typen hier mit Kapuze. Den sehen wir in diesem Band noch ein bisschen öfter und wird ziemlich von ihm platt gemacht. Und naja, Dick findet auch heraus, dass Harper wirklich wichtig ist, als er dann den Speicherstick öffnet und ihr Name mit auf der Liste steht. Ja, hier stehen die Robins, Harper und Cassandra Cain. Das sind ja dann alles auch Leute, die Kontakt mit Batman haben. Und dann gibt es da auch eine Botschaft von Batman. Und in dieser Botschaft teilt Batman Dick mit, dass er was geheim gehalten hat, dass diese Mutter nicht zu stoppen ist oder dass er hofft, dass Dick am Leben bleibt. Und er muss sich echt fragen, was Batman getan hat. Und dann sieht man hier diese Rückblende, mit der gestartet wurde im Comic. Also ich zeige es nochmal ganz kurz. Hier Kairo, wo der Junge seine Eltern verliert. Und da sind wir dann auch wieder. Ein Dialog. Ist es erledigt und dann ist der Junge also bereit. Ja, Mutter, alles läuft ganz nach Plan, gesagt vom Batman. Also, das muss eine Gedankenkontrollsache sein, wäre jetzt einfach meine Deutung, oder es wird da einfach einer als Batman verkleidet. Oder irgend so ein Blödsinn. Selbst wenn es Bruce ist, das, ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Das ist jetzt ein Heavy-Spoiler gewesen, ich weiß, aber ja, sehen wir mal, lässt sich drüber weg. Auf jeden Fall, Harper hatte ja Besuch von dem Vollidioten und Cassandra greift da ein. Dick kommt auch noch zu diesem Tatort und kloppt sich dann da ein bisschen mit, beziehungsweise versucht's. Harper kann nicht mehr so viel tun, aber wir haben dann hier auch die Einführung von einer meiner absoluten Lieblingsheldinnen, nämlich Spoiler, Stephanie Brown. Das war bevor das neue DC-Universum gestartet ist. Sie war mal Robin, sie war auch eine kostümierte Heldin und sie war eine Freundin von Tim Drake. Und das hat Tim Batts echt übel genommen, irgendwann, als ihr was zugestoßen war. Aber gut, das ist jetzt alles länger her. Jetzt sind wir in einer neuen Storyline, in einer neuen Zeit. Und sie sind wieder da und Dick wundert sich, warum alle Superheldenkostüme haben. Und so treffen sich halt alle miteinander später in der Bathöhle. Und auch das fand ich wirklich cool. Weil, ja, wie soll ich das sagen? Wir haben dann hier einfach die jüngere Bat-Familie alle beisammen. Und das gefällt mir gut. Also das ist nämlich so ein bisschen was ich in den letzten Jahren,
nicht so optimal fand, nämlich dass Dick war mittlerweile Batman und weil, ja, man dachte, Bruce wäre tot und dann kam Bruce wieder und ja, es gab dann zwei Batman, was nicht ganz so schlimm war, aber mir gefiel das mit Dick als Batman. Es war so diese logische Konsequenz aus der ganzen oder aus allen Geschichten, die man kannte, ja, es ist genauso wie Wally West war auch mal der Flash jahrelang, bevor Barry Allen wiederbelebt wurde. Und es hat wunderbar funktioniert. Es hat bei der Justice League Zeichentrickserie funktioniert und ich fand es super. Naja, wer weiß, wo wir hiermit dann noch irgendwann mal hinkommen. Tja, jedenfalls, all diese Leute, bis auf Spoiler Stephanie Brown, stehen auf der Liste. Die ganzen Robins, Harper Row, Cassandra Cain. Und ja, jetzt muss natürlich herausgefunden werden, warum. Wer ist da? Wer steht dahinter? Was ist da los? Ja, wir sehen in der anderen, in der Parallelstory in der Vergangenheit, wird weiter die Vogelscheuche gejagt, Robin, der dem Angstgas ausgesetzt wurde. Und seine größte Angst ist einfach, Bruce zu enttäuschen. Und das ist einfach was, ich denke, das dann leben alle Robins. Und wer weiß, inwieweit das hier noch weiter Thema wird. Auf jeden Fall sehen wir hier auch mal Bruce Wayne in diesem Comicbuch auf einer Benefizveranstaltung. Und Bruce, der leitet ja jetzt ein Jugendzentrum. Das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Aber hier auf dieser Benefizveranstaltung, Bruce hat mittlerweile einen Bart und wird da von dem Koch in die Küche geführt, wo er eigentlich schon Döfere verkosten soll. Aber anders als bei Dick stehen die Leute hier mit Beilen, um ihn klein zu hacken. Aber auch hier gibt es jede Menge Hilfe und das ist so abgefahren, dass ich dann denke, ich muss wohl doch noch das eine oder andere lesen, weil die Party, Dick ist auch dann da, hilft. Aber noch geiler sind dann hier die ganzen Kids in den Robin-Kostümen. Es gibt ja diese We Are Robin-Reihe und oder heißt sie Robins? Ich weiß gerade nicht, wie die auf Deutsch verkauft wird, aber das sieht richtig gut aus. Die Jungs sind alle in Kontakt miteinander. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und dann taucht auch hier Bad Girl auf. Und wir erfahren durch einen kleinen Dialog, dass es scheinbar romantische Verstrickungen zwischen ihr und Dick gibt, aber dafür muss man Bad Girl Nummer 2 lesen. Habe ich alles nicht, weil Bad Girl ist jetzt mittlerweile etwas zu teeny-mäßig für mich. Aber ich glaube, das hier im Zusammenhang mit Robins könnte wirklich gut sein, eine gute Story erzählen. Und ich bin gespannt, wie das hier alles weitergeht. Also, weil wir sehen, dass die Robins versuchen, alle irgendwie zusammenzuarbeiten. Dann muss Tim Drakes Historie ein bisschen von Dick entschlüsselt werden, da dieser leider sehr geheimnisvoll ist und er könnte ja auch einer der Agenten von Mutter sein oder so ein gehirngewaschener Typ. Und dann geht es ja noch ein bisschen ab. Es wird sehr persönlich unter den Robins. Sie hauen sich auch gegenseitig mal ziemlich ins Gesicht, was ich nicht unbedingt schlecht finde. Weil, also nicht, dass mein Bruder und ich sowas zum Beispiel oft getan hätten, aber ich finde, es ist geschwisterlich nicht so ungewöhnlich, wenn es dann da auch mal Krach gibt. Das finde ich gut, weil. So kann man ja von mehreren Verhältnissen beschreiben. Man hält zueinander, aber man haut sich dann auch oder streitet sich dann auch schon mal ordentlich. Und ja, hier ist, finde ich, schön, Bruce Wayne in seinem Jugendzentrum mit ein paar Kids. Also man sieht viel von diesem Leben auch in der normalen Heftreihe. Und das finde ich wirklich einzigartig. Das wäre vielleicht auch eine spannende Story. Nein, natürlich ist Bruce wirklich ein guter Batman und bin auch froh, wenn man den so sieht in dieser Rolle. Und freue mich auch darüber, dass es diesen Band hier gibt. Also es ist eine gute Eternal-Fortsetzung. Ja, letztlich sehen wir noch mal ein bisschen in der Vergangenheit zurück und ja, es wird hier darauf hingewiesen, dass es diese Organisation gibt, die Leute umpolt, weil Bruce mit einem Freund redet, der sich wohl eine Frau hat machen lassen. Deren Verstand und alles so angepasst wurde, dass es ihm gut passt oder dass diese Frau zu ihm passt. Und wer weiß, was die alle noch können. Und das ist dann der Punkt, wo Batman sich hinterfragt, ob er nicht genau nach dem gleichen Schema arbeitet. Und dann sieht man nur, wie er einen Tatort besucht von seinem Freund eben. Und tja, wie einen diese Reise oder dieser Tatort dann weitertreibt. Und ne? Dann muss er mit Dick los. Und ich finde es gut, dass man hier nochmal so eine Batman- und Robin-Story sieht, weil man hat wenig Dick und Bruce als Batman und Robin gesehen in diesem neuen Universum oder in dieser neuen Kontinuität. Und hier hat man dann endlich mal eine Geschichte und ich denke, sie wird vorzüglich noch zu Ende geführt werden.
Und auch wie der Umgang mit anderen Charakteren ist, die hier neu angeführt werden. Ja, ich finde dieses Panel hier ehrlich, wenn Cassandra so auf das Licht zuguckt, grandios. Ja, also ich finde es respektvoll, es ist die richtige Art und Weise, diese Figuren neu für uns Leser einzuführen. Und bin wirklich froh darüber. Tja, und letztlich sieht man hier eine Frau, die Mutter zu sein scheint. Aber wie das alles hier weitergeht und ob das überhaupt irgendwie noch einen Sinn ergibt und ob das wirklich alles gleichbleibend gut ist, kann ich nicht sagen. Aber das hier ist wirklich geil. Es ist auch ein bisschen passend zu dem aktuellen Batman-Film Bad Blood, wo Bruce auch aus dem Verkehr gezogen wird und halt die Bat Family mehr agieren muss. Ja, ich weiß, für viele ist es weniger interessant, wenn da die Nebenfiguren auftauchen oder in den Vordergrund rutschen. Aber hier finde ich das absolut nicht. Wenn es nach mir ginge, es könnte auch irgendwann mal wieder Dick Grayson als Batman unterwegs sein und ich fände es immer noch super gut. Ja, mich hat dieser Band dazu animiert, vor allen Dingen auch nochmal einen Blick reinzuwerfen bei der Robin-Truppe. Und dann gibt es ja auch noch diese Robin-Krieg-Bände, die irgendwann rauskommen. Aber das hier war wirklich genial. Ich freue mich auch über das Sonderbandformat, weil Hefte waren geil. Jetzt heißt es allerdings wieder, ja, okay, bis 13. September nur warten. Also ich finde, das ist auszuhalten. Der Abschluss hier ist befriedigend. Es ist nicht so ein abgehacktes Ende, sondern wir wissen, es kommt irgendwann noch was. Es ist keiner der Helden gestorben oder verschwunden oder sonst irgendwas. Ja, es gab keine Luke, ich bin dein Vater Momente. Also auch das wäre noch versöhnlich gewesen, aber so wie es jetzt ist am Ende, ich fand es wirklich gut. Und hoffe, euch hat dieser kleine Einblick gefallen. Über 140 Seiten, 16,99 €. Also man kann nicht meckern. Ja, gleichbleibende Panini-Qualität. Und ich finde den Band auch richtig geil gestaltet. Also mir gefällt da diese Coverwahl. Ich meine, okay, die anderen sehen auch nicht schlecht aus, die man hier zwischendurch mal drin sieht. Aber was mich angeht, ich bin damit vollkommen d'accord und wenn so oder so ähnlich mal ein Poster geben würde, wäre das absolut super. Das war es dann jetzt erstmal von mir mit Batman Robin Eternal und hoffe, das hat euch gefallen. Und morgen werdet ihr das nächste Video sehen, nämlich Gotham Academy. Ich habe es schon öfter angeteasert bei Facebook und das werde ich euch dann auch noch zeigen, weil das war auch richtig geil. Es ist auch super für Neuleser. Und wer Harry Potter and the Cursed Child oder wie auch immer das auf Deutsch heißen mag, nicht gut fand, dieses Buch-Theaterstück, ja, da sollte vielleicht dann der Gotham Academy mal eine Chance geben und da reinlesen. Also, das war wirklich nicht schlecht und man muss dafür auch nicht wirklich was wissen, aber das zeige ich euch dann morgen. Also dann, macht's gut, schönes Wochenende. Ich hoffe, wir haben noch alle ein bisschen Sommer und dann sehen wir uns schon bald wieder. Und nicht vergessen, teilen, liken, kommentieren. Danke auch an alle, die bei Facebook fleißig auf Gefällt mir geklickt haben. Das sind ja schon mehr Gefällt mir Klicks, als ich Abonnenten hier bei YouTube habe. Also scheine ich da ja doch noch irgendwas richtig zu machen bei den paar Dingern, die ich da poste. Also schaut auch da ruhig gern mal rein. Und umgekehrt könnt ihr natürlich, ja, mich immer weitergeben für eine zweite Meinung, weil ich weiß ja, dass ich nicht immer ganz so schnell alles raushau oder produziere, wie ich es gern würde. Also bis dann, macht's gut und lebt lang und erfreulich. Ja, Star Wars, aber ich finde, man kann auch beides mögen, wie DC und Marvel. Egal. Macht's gut.